Hallihallöchen Leute, willkommen zurück bei Battle Brothers, wo wir nach The Withered Duke's Coven suchen. Bisher erfolglos. Sehen, ob wir sie heute finden können. Oder es finden können. Coven ist ja normalerweise so ein kleiner Kotter. Nein, ich kann nicht richtig einen Kotter, also ein kleines Versteck eigentlich. Aber bisher konnten wir da leider nichts finden, was halt nicht gerade gut ist. Wie sieht's aus? Und so, ich glaube, unsere Ausrüstung ist wieder komplett heile. Hier einen, dem wir noch was mitgeben wollten. Du bist halt echt nicht gut. Das könnte halt auch sein, dass... Ne, das hier ist im Süden, beziehungsweise Südosten. Da glaube ich nicht, dass das Richtige ist. Aber der Wald im Osten ist halt nicht gerade klein. Gehen mal hier vorbei. Mir gefällt der Vertrag nicht. Kann ich den nicht irgendwie close? Black Contract Remove ist richtig. Das möchte ich gerne. Weil das ist irgendwie eine doofe Aufgabe. Er sucht das und das. Ich habe keinen Charakter darauf geskillt, dass ich irgendwie viel Sichtweite habe. Und ich habe auch keine besonders hohe Reisegeschwindigkeit. Das also bringt mir absolut gar nichts. Und das für den Preis, ne, das machen wir. Nächstes Mal nehmen wir den, glaube ich, nicht an. Oh, slightly weaker. Jacked Fangs Hideout. Ork-Versteck nehmen wir. Diesmal daran denken, den Nutinter mitzunehmen, ich eine Pappnase. So, wir haben 9 Stück davon, aber wir sind auf freier Fläche, das ist gut. Da kommen wir noch nicht ran, aber... können uns hier auf eine höhere Position geben, damit wir auf Dauer eine bessere Schussposition haben. Und hier ist es gerade echt nicht zu sehen. Ich glaube, da gehört das erhöhte Positionsding auf. Das heißt, du wartest auch erstmal nur ab. Und du gehst mal da erstmal hin. Ich würde dich hinterher gerne da haben, wenn wir den da wegbewegt haben. Du bist in der ersten Reihe, das ist nicht so gut. Du hast einen Speer. Das ist gar nicht gut. Wobei... es ist kein richtiger. Es ist kein richtiger Wurfspeer. Das heißt, das. Also keine Distanzwaffe. Das heißt, das bringt uns halt in dem Sinne nicht wirklich was. Ein Schild hochholen. Und abwarten. Bis die Orks zu mir kommen. Yay. Los, traut euch. Wir können leider. Ah, kann so nicht mehr zuhauen. Das ist nicht gut. War ein bisschen schlecht bewegt. Aber ich glaube auch nicht, dass ihn jemand angreifen kann in die Sauna, von daher ist das in Ordnung. So, jetzt geht's los. Können wir noch zuhauen. Und du gehst mal den hier unten an. Und du gehst den hier an. Dann haben wir immer noch unsere Verteidigungslinie hält damit. Wir dürfen maximal 2 Slots zwischen uns frei haben. Dann ist alles in Ordnung. Au, der stand da natürlich voll rein, du Sau. Ja, guter Treffer. Na, das war leider kein Treffer. Ja, weiß ich, das klingt doch ganz gut für so einen Schuss. ...71 gegen den Speed. Das nehme ich gerne. Das ist ja quasi garantiert. Und hier oben 44. Sehr schön. Jetzt dürfte ich wieder angesprungen kommen, um mich zu stunnen. Trifft tatsächlich meine Rüstung. Nicht so cool. Und irgendwo ist dort noch ein Ork, den wir noch... Ah, der taucht da auf und kommt direkt neben meinen Schützen. Das ist nicht gut. Du musst hier mal hin und den kümmern. Au, oh, der Stunt. Mann, wieder so ein Stuntsprung, ey, die sind so nervig. Was halten sie mich mal die ganze Reihe da vorne erstmal beschäftigt? Er macht zum Glück nicht allzu viel. Du hast immer nur einen Angriffsreichweite. Das heißt, du musst hier schon irgendwie in den Kampf mit rein. Und dann zuhauen. Und ja, ihr seid momentan alle betäubt. Was nicht gut ist. Au, und trifft meine Rüstung und sein Schild hoch. Schild nicht getroffen.
Ah, trifft wenigstens die Rüstung, dass wir die zerlegen, dass wir ihn hoffentlich gleich mit etwas tot bekommen. Das klingt doch richtig gut. Ah, ich muss einen Treffer reinbekommen. Und wir könnten das Schießen, schaffen es aber nicht und können nicht lachen. Ja, dann können wir die einfach gerade quasi nichts machen. Du hast den kaputt und gehst hier ran. Kannst aber leider nicht nochmal zuhauen. Schade eigentlich. Du hast den jetzt sehr gut. Dann können wir hier vorne wieder schließen. Leider nicht nochmal zuhauen. Den tot. Sehr gut. Und den wehgetan. Sehr, sehr gut. Hier oben sind wir jetzt ein bisschen in der Unterzahl. Das heißt, wir müssen jetzt mal ein bisschen Anzahl ausgleichen. 5 oder nicht beschießbar. Oder 5. Ein Problem ist bei dem. Hier wird ein bisschen wehgetan. Danke. Du bist noch betäubt. Jetzt hauen sie da oben alle zu. Ja, und sie hauen mir komplett kaputt. Gut, dann hat sich die Frage geklärt, wie wir ihn ausrichten müssen. Und da haben sie mir ein Schild kaputt gehauen. Da merkt man halt so diese kurzen Spiele sind echt gut. Au, er blutet. Das ist auch nicht gerade schön. So, oh, sweet. Der hat mal totgestochen. Könntest du dich danach noch ein bisschen bewegen, kommst du doch nicht wirklich weit. So, der ist weg. Und da treffen wir die Rüstung. Sehr gut. Ah, ich weiß nicht, ob das ein kluger Move war. Oh, das war ein schöner Schuss. Ja, hier können wir irgendwie unten rumlaufen, ohne wirklich Erfolg, weil wir zu weit weg sind, um irgendwie was viel zu machen. Ja, und er blutet jetzt und kommt natürlich auch nicht ran, weil ich mich da so doof bestellt habe. Den da nicht hingestellt haben, wir jetzt zweimal in diese Runde. Und er hat irgendwie noch was abbekommen. Ein Toter, ja, okay, diesmal mitnehmen. Ganz wichtig. Orkzeug ist leider nicht so cool. So. Medical Supplies Versorgung. Was passiert jetzt ja zum Glück? Bei dir. Axt ist erstmal noch in Ordnung. Lebenspunkte. Nahkampf zuhauen. Nahkampfverteidigung, ja. Und ein Perk. Schildschaden reduziert ist natürlich nicht schlecht. Weil Schilder hauen sie mir ab und zu schon kaputt. Das nimmt die Abzüge weg. Ich glaube, ich möchte aber Dodge haben. Dodge ist, denke ich, ganz gut. Also mehr Lebenspunkte, mehr zuhauen können, mehr Verteidigung. Das möchte ich auf jeden Fall haben. Sollen wir hier noch nach Ausrüstung schauen? Du brauchst wieder einen neuen Schild. Und das muss wieder repariert werden, genauso wie das. Oh Gott. Und die Waffe reparieren wir jetzt auch schon mal. Die eigentlich auch mal mit reparieren dabei. Und reisen dann mal weiter zurück. Diesmal haben wir tatsächlich durch das Plündern ein bisschen Geld gemacht, weswegen wir uns das ein bisschen was erlauben können hier. Und ja, tatsächlich finde ich es ein bisschen schwierig zu entscheiden, wen ich noch mithaben will, weil wir haben jetzt zwei Bogenschützen, einen Armbrustschütze, was auf Fernkampf 300 eigentlich soweit okay ist. Wir haben zwei Speerkämpfer, die soweit auch so okay sind. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Nahkämpfer. Das ist eigentlich soweit in Ordnung. Ich wünschte, es gäbe noch irgendwie was als Ergänzung, was irgendwie so cool wäre, als sowas wie ein Mediziner für eine Schlacht. Oder natürlich, man weiß, ein Fantasy- oder Mittelalter- unrealistischen Magier. Aber wir haben halt reines Mittelalter, kein richtiges Fantasy, auch wenn das natürlich irgendwie cool wäre als ein reiner Kampfaspekt. Der Schuss hier ist einfach schlecht. Und du auch. Oh, wir können uns hier nochmal ein paar bessere Schilde holen. Da
Nachdem wir da ein paar verbraucht haben, eigentlich will ich ja noch ein bisschen bei der Rüstung aufstocken. Dann können wir nämlich hier erstmal wieder heile Rüstungen verteilen. Und dann die, wenn sie repariert sind, dann andere verteilen, die auch nochmal im Nahkampf und wann landen. Ja, hier zum Beispiel, aber ich garantiert mal was, deswegen kriegt ihr jetzt auch ein gutes Schild. Und sonst haben wir ja nicht überall schon ordentliche Schilde fast komplett. Kite-Shield, 15, 25, minus 16. 20, 15. Also das Ding hier ist gegen Fernkampf besser, wenn das Ding hier im Nahkampf tatsächlich besser ist, dann lassen wir ihm das wohl. Du kannst hier nicht zufällig, ne, die Armbrust belegt auch schon 2, schade eigentlich. Es wäre cool, wenn man eine Armbrust irgendwie kombiniert halten könnte. Haben die Axt hier schon mal wieder heile. Kannst du die schon mal wieder nehmen? Reparieren wir euch noch weiter. Ne, die Handex lassen wir erstmal da. Also können wir auch verkaufen. Noble Sword, das wäre ja schon mal einfach cool, so richtige Waffen. Aber wir arbeiten erstmal an unserer Rüstung. Waffen kann man immer noch dann arbeiten, wenn man es braucht. Bisher kommen wir so ganz gut klar. Find Ruin Hunt. Nein. Find ist ein Scheißauftrag. Find, verdammt, wenn man auf den gleichen klickt. Find Ruin Hunt. Ich wollte, also, dass ich Dinge finde und ihr gebt dafür fast auch fast nichts. Das möchte ich nicht. Check. Disowned Noble. Ich weiß nicht, der klingt ja schon verlockend neben dem richtigen Ritter. Ja, deren Kosten sind halt immens. Was bist du? Du bist Schreiber, Historischen. Ich glaube, es ist eigentlich an sich eine coole Sache, wenn man sich den Apprentice nimmt und weil der halt extra Erfahrung bekommt und die dann selber hochlevelt, weil sowas hier kostet halt unheimlich viel. Da kann man die, glaube ich, besser selber aufbauen, wenn man sie ein paar Tage am Leben hält. Und wir können hier besser ein bisschen Reparaturwerkzeug. Gut, wir brauchen neue Pfeile, ganz dringend. Zum Glück sind die nicht allzu teuer. Medizin nehmen wir noch, Nahrung haben wir durch noch ziemlich lang, oder ja. So. Und gehen wir mal wieder weiter, hoffen, dass wir irgendwo anders interessantere Aufträge finden. Sehen wir mal kurz. Gibt es irgendwo noch richtige Städte? Ja, da oben gibt es irgendwelche lustigen Gebiete, die sicherlich wert sind, einfach mal zu erkundet zu werden, weil man da coole Sachen findet. Aber Ulmen scheint hier die einzig richtig große Stadt zu sein. Wir sind hier am Rand der Karte. Also gehen wir erstmal wieder dahin. Ich ein bisschen schade, dass man irgendwie, also das hier zumindest noch kein Reisen sie da und dann weiter, dass es größer wird, gibt. Das braucht noch ein bisschen, wie lange? 15 Stunden noch. Trading Caravan, ja, die greifen, wie gesagt. Ich habe ein bisschen Schiss, dass mich dann Wachen angreifen, weil ich die Trading Caravans angehe. Könnte ich eigentlich mal. Ah, ne, Schild sollte ich noch behalten. Und die hauen wir auch wieder weg, weil die sind schlecht. Reach Icehorn für 140 ist nicht gerade viel. Ich verprügle irgendwelche Dinge. Reach Verlang für 160. 50, was bist du? Race Black Ball Lever. Den Schwarz. Wildschwein. Layer ist normalerweise deren Zuflucht oder dein Zuhause. They are at it again. The Peasants, die normale Bevölkerung, die gewöhnlichen. Die Plebeier, genau, blablabla. Hand of the Black Ball Layer is causing finest fools to get on. Also die Leute hier spielen sich deswegen wohl tierisch auf und er möchte, dass es deswegen verprügelt wird. Für 920, das machen wir. Ist die Frage, wo steckt das da drüben? Ist leider wieder unheimlich im Wald, deswegen speichern wir da vorher mal.
Und ich glaube, das wird nicht ganz. Also mit ausgeglichen wird es nicht so einfach. Ich denke mal, es sind wieder Orks. A green skin and turn into a foul-smelling camp. Ja, Orks, die sind stinkendes Lager. Und dann wird wieder unheimlich viel Wald da sein, was die Kämpfe halt richtig ätzend macht. Wobei es uns entgegenkommt, wenn nicht alle Orks auf einmal kommen und die stückweise auseinandernehmen. Hängt so ein bisschen daran, wie es da zahlentechnisch aussieht. Und bevor wir den Kampf angehen, nochmal kurz nach Ausrüstung schauen, weil wir können noch dir jetzt hier die richtige Rüstung geben. Wir könnten auch denen richtige Rüstung geben, aber dann bringt das nichts, weil die in der zweiten Reihe bleiben sollen, genauso wie die Schützen. Können wir uns die besser noch aufbewahren. Weil sonst verlieren wir halt nur maximale Many Young Orks. Verlieren wir nur maximale Ausdauer, also Fortitude, und dann können wir weniger. So, ich sehe Orks bereits hinter uns. Ich denke, wir kämpfen von rechts nach links, weil ich sehe dort die Orks und unsere Leute stehen sonst alle hier. Was ein bisschen doof ist, dass sich unser Team da nicht automatisch dreht. Du gehst mal irgendwie hier so ein bisschen rein. Und du darfst hier das Erkunden übernehmen, falls da hinten etwas hinter uns auftaucht oder über uns zum Beispiel. Dich stellen wir auch da ein bisschen mit hin. Ja, komm ran. Klos, beweg dich weiter. Das hilft uns leider alles noch nicht. Dich hier mal erstmal in der Reihe noch drin. Ich will ein paar mehr von den Orks schon sehen. Ja, da unten kommen nämlich auch welche. Ich befürchte, dass die rundherum aus allen Richtungen im Endeffekt kommen werden. Du gehst hier mal in den Angriff über. Stash, das war sein Kopf. Da oben kann keiner hin, das ist gut. Dann können wir die beiden da gleich noch mit hinziehen. Wenn wir jetzt hier erstmal da ein bisschen mit hinstellen. Wobei da ist auch okay. So, sie geht hier, tritt in Erscheinung. Nein, kommst du da hoch? Nein. Das ist nicht gut, dann gehst du nur ein Stück nach vorne und wir warten, dass er drüber kommt. So, ihr werdet jetzt noch ein bisschen Spaß haben. Schade, du kommst leider nicht mehr zum Zuschlagen. Und du gehst auf die erhöhte Position, die ist uns, denke ich, auch von Vorteil. Da unten kommt. Jetzt habe ich natürlich alle meine Kämpfer da hochgezogen, um zu realisieren, dass da unten noch mehr kommt. Deswegen uns hier erstmal wieder ein bisschen zudecken müssen. Deswegen kriegen wir halt überall Bewegungsabzüge, was echt problematisch ist. Du gehst hier noch ein bisschen erkundig, ein bisschen positionieren. Du kommst wieder zurück zur Gruppe. Auf Stun-Effekte und er haut um sich. Stun-Effekte ist natürlich auch uncool und er kommt rüber. Das ist gut, dann können wir mit 2 gegen 1 arbeiten. Da unten war ein Ork, aber der ist halt noch ein Stück weit weg. Erstmal gegen den arbeiten. Au, lass meine Rüstung heilen, du Sau. Hört auf mich immer zu stunnen. Da kommt er. Ah, hatte ich befürchtet. Oh, ist keine Rüstung, das heißt, also keine Körperrüstung zu sein, ist einfach, da kommt noch einer. 2 Stück vor, ist echt problematisch. Und der greift meine, meinen Sperrkampf an. Nicht gut, wir müssen hier ganz schnell den wegbekommen. Mist. Zum Glück kann zumindest dir dort nichts passieren. Haut den Typen noch einmal richtig zu Brei. So, wir müssen auf den gehen. Wir müssen jetzt hier unsere gute Position aufgeben, damit wir da näher rankommen. Er geht dahin, das ist in Ordnung. Wenn er sich ein bisschen aufsplitten, hilft mir das weiter. So, und da schon mal wehtun. Auch wenn wir jetzt. Er ist noch nicht in den Nahkampf gegangen. Cool. Das hilft uns gut weiter. So, hier. Treff doch mal. Geht doch. Da ist jetzt auch einfach weg. Wir können uns hier unten rumkümmern. Weiter kommen wir nicht. Okay. Schild hoch, das kann uns hier durchaus weiterhelfen.
Ja, da können wir uns halt nicht aus dem Kampf lösen. Ah, hätte klappen können. Nee, du rennst so weit du kommst. Bloß weg von dem Typen. Oh, da ist noch einer. Naja, unser Hexenjäger steht da echt riskant. So, und dem haben wir schon mal den Kopf vermöbelt. Ja, und da geht er nämlich den Hexenjäger an. Jetzt müssen wir auf jeden Fall gleich unsere Kinder hinbekommen. Den hier zum Beispiel. Shit. Dieses Waldgebiet ist halt echt doof in dem Sinne, dass wir da einfach unheimlich viel dadurch verlieren. Den Alternativwaffe mitgegeben, ja. Haben wir. Sweet. Wenn du dann schon keine Energie mehr hast, dann kannst du wenigstens ein bisschen kämpfen diese Runde. Da kommen wir überall nicht richtig hin, ne? Musst du da rumrennen? Ich würde dich gerne irgendwie da noch mit rausbewegen. Wir kriegen dich nicht raus, dann kümmerst du dich mal damit rum gleich. Aber die Bewegung ist ja halt echt ein Problem. Schnell doch was in Ordnung, du bist da noch. Er hat jetzt echt schlechte Trefferchancen gegen den, weil der halt so nah dran ist und immer sein Schild hochzieht. So, du kannst hier unterstützen. 85, 17, 58 so rum. 85 wäre dann noch ein bisschen sehr viel. Und der greift da. Haut mir den Helm direkt kaputt. Ich glaube, dem geht es da echt nicht gut. Es kann tatsächlich sein, dass er das da nicht mehr lange macht. Wenn wir nur so treffen. So, den will ich mal wehtun. Nee, du nicht angreifen, du hier rüberkommen, so schnell du kannst. Und du hier mal draufhauen. So, Morgensternmann trifft tatsächlich mal was. Komm schon, überlebe. Zieht sein Schild hoch und du bist immer noch. Endlich kriegen wir den da weg. Du wartest dort. Du gehst dahin, dass du da dann mithelfen kannst. So, einen immerhin schon mal weggehauen. Mehr kann ich halt hier auch nicht tun, da wir ihm... Wir können das Schild ausrüsten, dass er die Verteidigung ein bisschen erhöht zumindest. Hoffentlich. Hoffentlich. Kann dort nichts tun. Ein Stück bewegen können wir dann, ja. Oh, er trifft tatsächlich sogar. Wow. Und dich mit rüber bekommen. Jetzt kommt sie wahrscheinlich. Oh, das Schild. Oh, da haben sie ihn erwischt. Oh, mein schöner Hexenjäger. Damit. War ich ein bisschen unvorsichtig mit dem, weil ich dachte, ja, der kommt da wohl zu Rande. Kam er leider nicht. Da haben wir gut zu. Ist hier das Problem, dass du hier wahrscheinlich nirgendwo lang kommst. Dann müssen wir hier unten rum. Das Gute ist, wir haben die jetzt wenigstens den richtigen Nahkampf, auch wenn der jetzt hier gerade noch auf mein Schild haut, was nicht gut ist. So. Du bist da kaputt. Sehr gut. Ja, diese Bewegung hier im Wald, ne? Das ist echt da. Eins Feld gegangen, kannst nichts mehr machen. So, räche dein Schild. Hm, noch nicht ganz. Nein, du machst das nicht, weil sonst stehst du nur dem anderen, der gleich als nächstes dran ist im Weg. Ja, leider ein Verlust. Erwin, schade, ich mochte Erwin. Was finden wir? Auf dem Zeug kriegen wir unsere Armbrust wieder, die wir eingesammelt haben. Und die Bolzen dazu. Nein, nein, nein. Oh, warum? Ich drücke immer zuerst darauf und er gräumt mich dann hinter tierisch, weil jetzt habe ich natürlich auch die Armbrust dementsprechend nicht mehr. Ach, verdammt, ich aber auch. Diesen Fehler werde ich wahrscheinlich noch ein paar Mal machen. Und der ist sehr, sehr ärgerlich. Hunting Pack. Nee, mit dem Hunting Pack will ich mich jetzt eigentlich nicht anlegen, vor allem, weil wir noch nicht gecheckt haben, wie es uns überhaupt geht. Weil wir brauchen zum Beispiel hier eine ganz dringende Rüstungsbearbeitung. Und du hast auch noch Skills, Perks.
Ja, nehmen wir das einfach mit, weil wir dann in die nächste Reihe kommen. Dann können wir mit dem nächsten Skill dann dort arbeiten. Bei dir ist noch soweit alles okay. Bei dir ist noch soweit alles okay. Nur, dass wir deinen Bogen wieder anlegen wollen. Und du kein Schild mehr hast jetzt. Ist da noch so ein kleines Schild mit rein. Das ist einfach so dieses... Ja, ich stunne meine Gegner einfach nicht von der Arbeitsweise. Also müsste ich da erstmal mein ganzes Vorgehen umändern. Und das ist, glaube ich, auch nicht so die große Hilfe. Du bist Fernkämpfer. Und ich werde dabei bleiben, dass ich jedes Mal auch ein bisschen die HP mit hochziehe, egal gegen was. Nehmen wir einfach hier dieses Area of Effect. Ich verstehe nicht ganz, ob das tatsächlich seinem eine Chance gibt, dass er einen Area of Effect hat, oder wenn er irgendwann Area of Effect Angriff hat, dass er dann einen Bonus bekommt. Aber wir haben halt noch keinen Area of Effect Angriff. So, du brauchst ganz dringend ein bisschen Death. Hold out, Deflect. Schild-Defense-Bonus ist ja natürlich auch mal interessant. Also die Defense-Perks gefallen mir tatsächlich allesamt ziemlich gut. Die Offensive-Perks sind irgendwie noch ein bisschen bescheiden. Geben wir ihm, glaube ich, auch Schild-Expert. Es hat, glaube ich, auch irgendjemand noch ein Schild verloren gehabt. Da müssen wir gleich nochmal schauen. Bisschen Traglast hier noch. Ihr habt alle noch Schilde, wie es scheint. Ist soweit alles okay. Und der Studios brauchen wir auf jeden Fall noch. Aber müssen wir uns bei Gelegenheit umschauen, dass wir noch einen neuen Bogenschützen bekommen. Das ist mir ein Satz für den... Ich hätte halt gerne wieder einen richtigen Armbrustschützen, aber leider habe ich die Armbrust liegen lassen. Genau. Oh, ich sehe aber auch gerade, wir sind schon wieder recht lange dabei. Ja, wir müssen für heute erstmal wieder aufhören. Beim nächsten Mal, wenn wir versuchen, uns da wieder aufzustocken. Aus dem Gewinn, den wir jetzt geschlagen haben, da wieder ein bisschen was rauszuholen. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut.